Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jazzrock TV. Es hört sich ein bisschen anders an als letzte Woche, weil wir diesmal wieder aufzeichnen. Seit langem mal wieder, ne? Ja, also fühlt sich irgendwie, wir haben so ein Netz und doppelten Boden, auf dem wir uns ausruhen können. Eine Matte, auf der wir weich fallen, ja. Ja, viermal machen wir ehrlich. Nee. Ja, 5, 6, 7, 8, 16 Mal. Das war mal. Bis wir da mal raus haben, weil wir uns vorher mühselig aufgeschrieben haben. Stundenlange Recherchearbeit uns irgendwie vorbereitet haben. Heute eine Aufzeichnung, weil auch unser Gast, den wir heute haben, schon längst aufgezeichnet wurde. Von das Interview zwischen Georg und unserem Gast. Ist schon ein bisschen her. Aber wir wollen es euch trotzdem nicht vorenthalten, weil wir beide doch ein bisschen von der Musikecke, wo der herkommt, auch geprägt sind. Ja, also schon. Wir verlassen jetzt quasi so ein bisschen das Jazz von Jazzrock und bewegen uns ein bisschen mehr im Rock, also eindeutig hier Richtung Pommesgabel. So. Aber du hast ja eben schon gesagt, irgendwie bevor wir jetzt die Kamera auf Record gedrückt haben, das ist deine Jugend, ne? Das ist meine Prägung. Also ich habe mal angefangen mit 11 oder so, habe ich noch ein bisschen Slade gehört, die aber auch schon ja teilweise ganz harte Sachen. Dann bin ich irgendwann auf Deep Purple gestoßen und das war's dann, ne? Und mich an die Purple am meisten geprägt hat, war eigentlich die Zeit, also so Machine Head und Live in Made in Japan, die legendären Dinger, da war ich noch ein bisschen zu jung. Aber als die Burn rauskam mit David Coverdale und Glenn Hughes da dabei, da war ich dann Käufer der ersten Stunde und dann kam Stormbringer und so. Also das sind so immer noch meine Favorites. Aber man sagt ja, die Musik, die man so mit 14, 15 gehört hat, die prägt einen schon fürs Leben. Jetzt lege ich zu Hause nicht unbedingt immer ständig wieder die Purple auf oder sowas. Aber ich finde es, wenn ich es heute höre, immer noch geil. Ja, es ist auch irgendwie zeitlos. Es ist ein Klassiker, es ist zeitlose Musik, also Deep Purple. Ja. Ne? Und Led Zeppelin gehört sicherlich auch dazu, ne? Aber bei mir, ich war so ein bisschen klar, das sind so in der Deep Purple-Welt verhaftet. Ich war da zu spät. Also ich glaube, ich habe das ja erst irgendwie, sag ich mal. Ja, da war es schon lange vorbei eigentlich. Da war es also eigentlich vorbei, da war es schon ein Klassiker, bin ich irgendwie erst drauf gekommen. Ja, du bist so und, 80er geprägt. Ja, ich bin so 80er-Kind. Ja. Aber diese Prägung war bis heute. Und als du mir gesagt hast, ich habe diesen Typen da interviewt und der spielt jetzt die Gitarre bei Whitesnake, da ging mir das Herz auf. Und wir beide waren ja auch mal zusammen beim Whitesnake-Konzert, mein Bruder damals. Ja, ich wollte gerade sagen, wie dein Bruder ist doch der mega Whitesnake-Fan. Mein Bruder oder? Ist der mega Whitesnake-Fan, weil ich immer die Purple zu Hause gehört habe. Und der irgendwie die Stimme von dem David Coverdale auch mega und war dann echt froh, so als jüngerer Bruder, 7 Jahre jünger, also das ist schon eine Ecke, ne? War dann echt froh, dass dann Whitesnake kam und er konnte so seine eigene Band. Also ich hab auch was. Du hast ja die Purple und ich habe meinen Whitesnake, ne? Und der wusste alles über Whitesnake und der hat jegliche Platten und der spielt jetzt auch wieder Gitarre in der Band, ich glaube die covern das Zeug auch irgendwie so. Also das ist schon so eine Welt, die einen so ein bisschen gefangen nimmt, ne? So eine Zeit lang. Für mich ist das ein Klassiker und auch Whitesnake ist für mich irgendwie so ein Klassiker von wirklich so Rockmusik oder Hardrock, die, ja, weiß nicht, so wie es sein soll. Ne? Es sind Songs, es sind tierische Arrangements, es ist ein mega Sänger. Also Coverdale ist für mich einer der großartigsten irgendwie Sänger, irgendwie Rocksänger auf diesem Planeten, nach wie vor. Jetzt mögen der eine oder andere sagen, seine beste Zeit ist vorbei oder so, aber überleg mal, der ist jetzt irgendwie Mitte 60 oder was. Ja, der geht auf die 70, würde ich mal sagen. Und wir haben ihn ja gesehen in Bonn. Mhm. Weißt du, wahrscheinlich haben wir das schon mal erzählt hier, ich bin gar nicht sicher, irgendwie, wo wir da waren, auf dem Museumsplatz damals noch. Ich weiß nicht, wer aus der Region kommt, kann sich vielleicht erinnern, auf dem Museumsplatz, das war Open Air, mitten in Bonn. Aber am Rhein und zwischen den Museen. Ja, zwischen den Museen, aber dann irgendwo wohnen natürlich Leute und dann ging das los. Ne? Und dann war das aber schon so zu der Zeit, wo die Konzerte schon so ein bisschen im Verruf waren, zu laut und so. Und dann hatten sie schon einen, glaube ich, vom Ordnungsamt mit dem Phonometer da am Pult stehen. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dann haben sie das Konzert abgebrochen, den Titel abgebrochen und sagte irgendwie, irgendwas stimmt hier nicht und hat dann irgendwie mit dem Tonmann und der Tonmann völlig irgendwie neutraler Miene, das ist alles, was wir können. Ja. Und dann hat er David Coverdale, don't worry people,
My management will take care of this. Don't worry. Ich glaube, dein Spruch war irgendwie, dein Manager könnte dann das Ordnungsamt überstimmen, dass dann nochmal die Regler hochgefahren werden. Ne? Ich glaube, woran ich mich erinnere, war der Spruch von ihm, dass es irgendwie der erste Gig ist in seiner irgendwie Geschichte, wo die Menge lauter ist als die Band. Ja, das ist. Und aber weißt du, was ich richtig gut fand? Ja. Dass die Band sich dann darauf eingestellt hat und die haben eine Mörder-Show abgespielt. Haben weitergespielt. Trotzdem. Ja. Trotzdem. Und die, weißt du, die sind da, dann haben sich darauf eingestellt und komm, dann machen wir es trotzdem. Und trotzdem war es ein Mörderabend, ja, und ein schön. Mörderkonzert. Ne? War echt gut. Das war sowieso eine gute Location, die ja, klar, aus diesen Gründen irgendwann komplett dicht gemacht wurde. Ne? Ja, da wollte auch keiner den Boden sanieren und keiner wollte Geld ausgeben, dass es dann noch weiter betrieben werden kann, wie das so ist. Ne? Aber es war echt, war eigentlich echt nett. Und ja, so kommen wir drauf. Also Whitesnake. Jetzt müssen wir endlich zu dem jetzt Gast kommen. Jetzt kommen wir endlich zum Thema. Ne? Genau. Also hier, ich kann jetzt mal sagen, wie ich auf diesen Gast kam, den wir heute haben. Weil, wir machen es richtig spannend. Wir machen es spannend. Nach 45 Minuten kommt der erste Ton vom Gast. Genau. Das ist das letzte Album. Aber ich habe hier ein Album Purple, The Purple Album. Von Whitesnake. Okay. Ne? Was mag sich da hinter? Ja, was mag sich hinter? Natürlich sind ja die Purple-Sachen drauf. Ja, genau. Ne? So, aber weswegen sage ich das? Weil das ist das erste, sage ich mal, offizielle Whitesnake-Album, wo Joel Hoekstra, ja, und das ist den, über den wir heute reden, als offizielles Mitglied auch hier zu sehen ist und mit dabei war. Es gibt das Studioalbum, aber auch ein Live-Album dazu. Und so, da ist er mir, ich habe ihn zum ersten Mal irgendwie diesen Gitarristen gesehen und ich muss gestehen, dass er mir sofort irgendwie gefallen hat. Einfach seine Art, wie er spielt, nicht nur die Heavy-Sachen, sondern auch die akustischen Sachen, weil Whitesnake hat ja immer auch hier die eine oder andere Akustikgitarrennummer. Und klar, ich meine, das Erbe anzutreten von Doug Aldrich, der mit zu den großartigsten Hardrock-Gitarristen unserer Zeit zählt, total, ist natürlich eine harte Nummer. Und dann an der Seite von Reb Beach auch noch zu spielen. Aber ich finde, und das ist meine persönliche Meinung, mir gefällt dieser Stil von Joel total gut. Er ist sehr melodiös, hat einen tollen Ton, hat irgendwie, weiß nicht, diesen melodiösen Rock, irgendwie lebt er. Und das finde ich cool. Ja, und wenn man ihn beobachtet, vor allem im späteren Video, was wir noch zeigen werden, der spielt das so. Ja, der ist auch. Da denkst du, gib mir eine Gitarre, das mache ich auch so. Das sieht so easy aus bei dem. Ne? Megatyp. Und jetzt hier, erster Song auf dieser Nummer, einer meiner Lieblings-Hardrock-Songs. Ich wollte es gerade sagen. Ey, kennst du die Nummer von Glenn Hughes? Glenn Hughes spielt in Japan oder so. Ja, da gibt es auch so ein Mega-Konzert. Burn, die spielen das Intro. Die Halle tobt. Schreien alle, ne? Und Glenn Hughes geht zum Mikrofon und sagt: Take it easy, Japan. Take it easy, Japan. Und dann fetzen die da alle ab, ne? Also, das war die Zeit. Mega. Also, Hard Rock ist schon. Ich merke das. Ja, kommst direkt in Stimmung. Ja, total. So, da wir jetzt total in Stimmung sind, genau. Komm, fahr ab. Burn, damit ihr wisst, über wen wir reden. Und dann gehen wir direkt ins Interview. Viel Spaß. Mats ab. With Whitesnake, you know, since 2015, as far as I remember. So that was a time when you got into the Whitesnake thing. Is that correct? You know, 2014, I think, for recording, and then 2015 for touring. Yeah.
Okay. You know, I'm really interested. How did that happen? I think that's a job, you know, that every guitar player in the world might dream of. You know, how did that happen? Was it a huge audition, or, you know, David Coverdale just called you? Or what happened? When I knew they needed somebody, I passed along some video links to Reb Beach, who I knew already, to send to David, and I didn't hear anything back at first, so I thought, well, who knows David there? I could get his attention a little bit, and I happen to think of Phil Carson, who manages Foreigner from back when I filled in for Mick Jones, so Phil was nice enough to email David, and that got me an audition, and that went well, and here we are. That's where we are, huh? Great. Great job. But at that time, when you joined Voigtsnakes, you were already working on your own album at that time. It was the 13, what was it called, Dying to Live. Was that in parallel when you joined, or you already joined Voigtsnakes at that time? I was already working on Dying to Live, and then just was able to complete it while I was in Voigtsnakes. So it ended up being good timing, kind of coming out when I on the road with Whitesnake and things like that. So yeah. But that album was kind of, you know, teaming up with some good friends you had, you know, some of the singers, you know, something that developed because you just wanted to do something with them, or what was your intention when you developed the album? Yeah, I mean, I had put out instrumental albums years ago, and then I became more well known for the hard rock thing, you know, so I had a lot of fans, new fans, saying you should make an album like that, like sounds like a band. And I thought, well, I'll make it sound like a band, just do more of just like writing rock songs, not so much about the guitar solos and things like that. And yeah, I just thought of my favorite musicians. So yeah, that's kind of how that all came about and the intention, and had a great time doing it. Good experience. Mentioned it, you know, the instrumental albums that started in 2000, right, with your first, you know, kind of own record, Unidentified, I think it was called. So yeah. and that was instrumental, you know, with some great players, right? You had you know, here what was his name, Rick Fiorabucci on it, yeah, and Virgil Donati, which is amazing players, you know. It was kind of, you know, a fusion super group. How did you get together with these guys? Did you know them before? Or was the collaboration for that album? How did you guys get together? My first guitar teachers was TJ Helmrich. And so TJ sort of teamed up with Brett Garsett to make fusion albums. And TJ was also working at the Recording Institute of Technology, RIT, at Musicians Institute. So he basically said, well, I went out there when they were playing a concert with Virgil and Rick as their rhythm section. And so I ended up talking with Virgil and Rick during those couple of days, and both of them said, if you ever have anything you want us to play on. And I thought, I guess I should make an album. TJ could record the drums out here with, you know. So that's what kind of brought that about. And I just used songs that I had in current things at the time. I was playing in an acid jazz group and things like that, so a lot of that stuff is that. Some of it I wrote specifically for it, but
yeah, it, you know, an honor to have stuff out with Virgil and Rick playing on it for sure. Sounds a little bit like, you know, exploring different areas, you know, like it's a huge variety, you know, we have this fusion stuff and some smoother stuff and country and blues, it's a mix of everything, you know, and was that something, you know, you had in mind, let's explore some areas and do what I collected over the years? Yeah, I mean, I like albums that have a variety on them. I'm not sure when it became cool to have all your songs sound exactly the same on an album, but that's boring to me, you know? So, yeah, that's why I named it Undefined, because it was just kind of all over the place, and right. You know, I liked it that way, and, you know, even, you know, Dying to Live is a little bit that way for a rock album, you know, there's quite a variety on there. And, anyway, so that's the kind of album that I like. Yeah. But that's kind of a development, because then 3 years later you did with the same, almost the same people, another instrumental album, which was kind of in the same area. For me, it looks a little bit more solid, you know, not that exploring as the first one, but still with the same people. And that was tracks that, you know, developed over the 3 years. Or how did that develop? Yeah, that was stuff that I just kind of wrote a lot of guitar riffs to a metronome, and I got a little bit more into doing the odd time thing on there, and Strange Sounds was a big part of The Moon Is Falling, you know, but still having Virgil and Rick go crazy on it and play well. So yeah, that was, I mean, I would say that was not as diverse stylistically, but it was a little wilder in terms of the songs themselves. You know, the next instrumental album got a little bit more, you know, quiet, because then it was acoustic, just acoustic guitar, very melodical. You know, was that something that you had in mind, let's now do something acoustic? How did you come to that? I mean, I was doing a lot of writing with people, and so rather than sing, I'd just be doing like chord melody, simple chord melody stuff, and that was kind of a reflection of just how stuff that I was playing at home at that time. And then I thought, maybe instead of letting all these just go away, I should lay them down and kind of arrange around it with percussion and bass and
other instruments at times, sort of doubling the melody and things like that. So, yeah, I mean, that's almost like an easy listening album, the 13 acoustic songs. But it's all this stuff that I was playing at home, and my intention really wasn't to prove I was a good guitar player or anything. It just was, I thought it'd be better to document these songs that I had at that time more than anything. Yeah, well, that's kind of leading to, you know, the Dying to Live, you know, which is about songs, right? It's not about, you know, who's the best guitar player on the planet, right? That's what you were saying. So. Right, yeah, I mean, that's why, I mean, I didn't really try and take 13 acoustic songs and put it into the guitar world all that much, you know. I didn't really try to say, you know, I obviously could probably make an acoustic album of trying to play technically difficult stuff too, but that wasn't really the intention. But at that time, you were already fully, you know, engaged with all the hard rock, you know, circus. So that was kind of something aside to do something different? Not really. I wasn't. The hard rock stuff kind of came around after that. Because I put that out in 2007, I think. And then right at that time, that's right when I filled in a Night Ranger for the first time. So I maybe was doing some gigs with Scrap Metal. And that's, you know, all the kind of stuff that led to the Night Ranger gig and Rock of Ages and Trans-Siberian Orchestra and Whitesnake. And, you know, so like we discussed earlier, at that point, I had all these hard rock fans saying, well, your solo albums are kind of not what we want to, you know, listen to, get instrumental fusion, you know. So, well, you see, we are calling you because of these albums, you know. We also like the other stuff, but, you know, that was really great albums. Is this something that you once in a while think about, hey, let's do something like that again? Yeah, maybe. You never know. I mean, right now, it makes more sense for me to be doing the hard rock stuff, but I never rule anything out. You never know. I just kind of follow the inspiration the life is taking me on and try and do my best at every turn, you know. So, hör mal. Ja, mega Interview hast du da gemacht. Mega Interview. Ja, aber das war Anfang Sky. So ein bisschen, hatte ich das Gefühl, so ein bisschen zurückhaltend. Ja, man muss ja sagen. Du hast dann ein bisschen beharrlich nachgefragt. Ne? Ja. Aber ich kann euch sagen, wir haben das Interview gemacht. Da war er, das war ja jetzt noch weit, ich sag nicht wie weit, aber weit vor Corona-Zeiten. Und er war mit Whitesnake unterwegs. Vor Corona-Zeiten. Weit vor Corona-Zeiten. Und er war in einem Hotel, glaube ich, in Indianapolis oder irgendwie sowas und hatte quasi so irgendwie zwischen zwei Shows mit Whitesnake. Und wir hatten zu der Zeit noch ein bisschen über Whitesnake gequatscht, aber das war dann jetzt auch so lange her, dass wir gesagt haben, das macht jetzt auch keinen Sinn mehr. Aber dieser Teil mit seinen Fusion-Platten, das war schon cool. Weißt du, wenn du da ein bisschen recherchierst und denkst, irgendwie ja, cooler Hardrock-Gitarrist und dann findest du raus, meine Fresse, der hat da irgendwie die totalen Fusion-Alben gemacht. Ihr habt da jetzt ja im Interview gesehen. Und haben wir jetzt nicht angespielt, aber kann ich euch nur empfehlen, diese Akustikplatte, das glaubt man dann nicht, ne? Wie, sag ich mal, melodiös und irgendwie dann so ein bisschen seichteres Zeug. Wie sagt man so schön, ein kompletter Gitarrist. Ja, der und guckt euch irgendwie auf seinem YouTube-Kanal oder so die Sachen an, die der da raushaut. Der ist viel unterwegs, auch so bei so Clinics und irgendwie so ein bisschen, du sagst das immer, weißt du, die Leute, die so alles raushauen, ne? Der setzt sich da hin und zeigt euch hier, einfach so irgendwie Zeug. Ich das und nicht, sehen, wie ich meinen Sound reinstelle, darf keiner sehen und so weiter. Nee. Habe ich letztens noch so ein junger Typ, der spielt ja auf dem Synthesizer, den ich auch habe, ein cooles Ding und dann habe ich den angeschrieben und gesagt, hör mal, finde ich mega, was du da machst. Ne? Wie ist denn dein Soundsetting? Kommt zurück, you want to know my Soundsetting? I keep it top secret. Ja, keep it. I mean, what the fuck? Also, ja, klar. Wenn ich verdammt also und jemand sagt, wie machst du das? Ja, hier, so mache ich das. Das ist doch kein Ding. Ne? Aber die Jungs gab es schon immer. Ne? Es gibt in der Band gespielt, dann haben wir neue Stücke vorbereitet. Und einer hatte wirklich ein perfektes Leadsheet gemacht. Und die anderen waren so halb vorbereitet. Ich gebe zu, ich gehörte auch zu den halb vorbereiteten. Ja, meinst du, der hat uns da reingucken lassen? Ach so. Nee, die Probe. Kannst du dir selber raus? Wir haben dann da rumgefummelt, nochmal in den Song reingehört. Ja, ich hab das hier. Ja, was ist denn? Müsst ihr selber mal. Und wir haben die halbe Probe verschwendet. Aber das ist doch vorbei, die Zeit. Ja, hoffe ich mal. Hoffe ich mal sehr. Also. Das
hat auch nicht lange gehalten. Davon also ab. Bei ihm hier, ich glaube, der ist da echt irgendwie, der haut das da raus und ich finde ihn auch irgendwie sehr sympathischer, cooler Gitarrist. Ich glaube, bevor das losging bei ihm mit diesem richtig bei Whitesnake und der spielt ja auch bei Cher, könnt ihr auch mal gucken, irgendwie bei YouTube gibt es ein paar Clips, wo er irgendwie Cher-Shows spielt, hat er bei diesem Rock of Ages, kennst du das? Ja. Das ist so eine Broadway- oder Las Vegas-Show. Ach so, ja, mit den ich habe die, ja. Hab die in Las Vegas mal gesehen, jetzt nicht mit ihm, aber das ist natürlich, wenn du jetzt irgendwie auf Hard Rock stehst und bist Gitarrist und bist in der Band, die da spielt und spielst den ganzen Abend irgendwie Van Halen, irgendwie Foreigner und Whitesnake und irgendwie alle Klassiker, die es gibt, das ist natürlich geil. Ne? Ja. Und die Band ist da voll Teil irgendwie dieser ganzen Show. Also so eine Mega-Cover. Ja, es ist so quasi. Eine Mega und natürlich mega produziert, das kannst du dir nicht vorstellen. Weißt du, so eine Las Vegas-Show oder wie, da hast du natürlich Licht und Entertainment bis zum Anschlag. Mhm. Und wir sind da gewesen und, ach, das ist jetzt nicht vorbereitet, ich habe in irgendeiner Kiste, die hier noch in unseren Kisten steht, habe ich noch dieses Fake-Feuerzeug mit Rock of Ages-Logo drauf, weil da darfst du ja kein Feuer machen. Da hat jeder so ein Fake-Feuerzeug bekommen, wo so eine LED drin ist. Damit ist hier noch in irgendeiner Kiste versteckt. Aber da hat er gespielt. Ich glaube, da ist er dann quasi so in diesen Hardrock irgendwie Zirkus reingekommen. Und ja, ich finde den mega. Also super. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen anfixen. Ja, und jetzt kommen wir zurück, da wo wir gestartet sind. Ich möchte mir noch was wünschen. Und jetzt gibt, ich weiß, es gibt dieses Video Stormbringer von ihm und seiner Truppe. Sollen wir da nochmal reingucken? Ja, das ist, da können wir nur empfehlen, geht auf seine Seite, guckt euch das an, das ganze Video. Das hat er, ich glaube, letzte Woche, jetzt zeichnen wir auf, wahrscheinlich, wenn ihr es dann seht, die Folge, drei Wochen. Ja. Also ist relativ frisch, hat er unter Corona-Bedingungen mit Virgil Donati, Tony Franklin wieder dabei, tierischer Bassist. Wahrscheinlich könnte man allein über den auch eine Folge machen. Ja. Jetzt habe ich den Namen von dem Sänger vergessen, ist aber nicht schlimm. Der war ein bisschen schwieriger. Ja, aber ihr werdet das sehen, ein Hammer-Clip von Stormbringer, ein mega Arrangement, ein bisschen eckiger, ein bisschen prockmäßiger, tierisch. Und damit entlassen wir euch heute, oder? Ja, und mit einem riesen Headgebänge. Wir sehen uns demnächst hier live oder aufgezeichnet. Scheißegal, wir sehen uns. Ciao, macht's gut.